Hier ein Foto von Schneider aus dem Jahr 1989. War er der Mann, der Natascha K. in den letzten Jahren der untergehenden DDR als Agentin des BND geführt hatte? War er der Mann, der Heiko R. die Befehle gab? Ja, das ist der Mann. Sie erkennen ihn? Ja, das ist der Mann, der mich am 9. November Übergang Bornholmer Straße abgeholt und in Westberlin Hotel gebracht hat. Wann war das? Sag ich doch, 9. November, die Nacht, als die Mauer fiel. In der Nacht vom 9. auf den 10. November fällt in Berlin die Mauer. Tausende strömen trunken vor Freude über die überraschend geöffneten Grenzübergänge Bornholmer Straße und Waltersdorfer Chaussee. Einer von ihnen ist der ehemalige Politoffizier im Fischkombinat Rostock, Heiko R. Was von den Tausenden niemand ahnt, die mit ihm in den Westen drängen, ohne Heiko R. wäre am 9. November wahrscheinlich nicht Weltgeschichte geschrieben worden. Wie begann denn für Sie dieser alles verändernde 9. November 1989? Eigentlich ganz normal. Ich bin wie jeden Morgen in den letzten Wochen mit dem Versorger raus zur Bohrplattform gefahren. Haben Sie schon geahnt, dass Sie an diesem Tag auf Öl stoßen würden? Nein. Damit hat keiner gerechnet. Wir waren auf 2000 Meter Tiefe. Und eigentlich sollte eine Sedimentschicht Muschelkalk kommen. Und die Kollegen wollten gerade ein neues Bohrgestänge einsetzen. Da hat es einen mächtigen Schlag gemacht. Wahnsinn. Waren Sie da unmittelbar dabei? Nein, ich bin gerade über die Jakobsleiter an Bord gekommen. Da ist schon der Walter. Der Walter kam auf mich zu, der war schwarz wie ein Neger. Sie meinen Professor Walter Pöltin? Ja, der Walter. Er hat mich in den Arm genommen und gesagt, ey, wir sind reich, wir schwimmen in Geld. Die waren alle besoffen, wie besoffen vor Glück, besonders die sowjetischen Kollegen. Ihnen allen war gleich klar, dass das nicht nur ein kleines Feld war? Mit dem Druck, mit dem das da rauskam? Also, das war unbeschreiblich. Vor allen Dingen war es auch wirklich brandgefährlich. Also, wenn das jetzt explodiert wäre, das Gas, dann, ja, das ist ja dann auch passiert. Am 9. November gegen 17 Uhr kommt es an Bord der Bohrplattform Progress zu einer gewaltigen Explosion. Zahlreiche Ölarbeiter sterben. Die Menschen hier in Sassnitz beobachten die Explosion draußen auf See. Glauben aber, sie hätte etwas mit den militärischen Manövern zu tun, die gerade auf der Ostsee stattfinden. Seit Tagen schon ist die Rote Armee fieberhaft damit beschäftigt, atomare Waffen aus der kriselnden DDR über den Hafen hier in Sassnitz, Mukran, abzuziehen. Uwe Faller, damals als Bausoldat in Mukran, erinnert sich. Also, ich war gerade dabei, an Deck zu gehen und auf einmal ein riesiger Knall. Ich wusste gar nicht, was los war. Und dann schrien alle und ich guckte da hinten ein riesiger Feuerball gewesen. Haben Sie schon mal Bilder von brennenden Ölquellen gesehen? Hat das ausgesehen wie eine brennende Ölquelle? Die großen Fontänen so. Ja, genau so. Haben Sie Verletzte gesehen? Nein, war von der Entfernung nicht zu erkennen. Wie gesagt, nur der riesige Ball und danach wuselte alles hier rum, auch am Hafen. Wir wurden sofort weggenommen, mussten sofort weg hier. Wie wurde das erklärt, dieses Unglück? Wir haben uns erzählt, dass da so ein Tankschiff explodiert ist. Aber es war viel zu groß für ein Tankschiff, die Explosion. Das hat natürlich keiner geglaubt von uns. Was haben Sie geglaubt? Dass es irgendwas mit der Wende zu tun hatte, ne? Mit dem Mauerfall einfach. Wie so ein Mauerfall? Dieses ganze Chaos, ob wir nun zu den Sowjets oder ob die nun gegen uns oder unterstützen. Und da haben wir gedacht, vielleicht haben die uns beschossen. Es war ja so ein Durcheinander, man wusste überhaupt nicht mehr, wer auf welcher Seite war. Ne? Zu diesem Zeitpunkt ist Heiko R. längst auf dem Weg nach Berlin. Er ahnt nicht, dass sich auf der Ostsee vor Rügen eine Katastrophe abgespielt hat. Er hat den Auftrag, die Nachricht vom sensationellen Ölfund Egon Krenz persönlich zu überbringen, dem damaligen Staatsratsvorsitzenden und ZK-Generalsekretär der SED. Niemand traut in diesen stürmischen Zeiten mehr Telefon, Fernschreiber oder Funkverkehr. Wann haben Sie denn von dem furchtbaren Unglück erfahren auf der Bohrplattform? Wochen später, ich war schon im Westen von Natascha. Und Pöltlin, warum konnte der sich retten? Er hat mit mir zusammen das Schiff verlassen. Er wollte auf einmal mit nach Berlin, sich feiern lassen von seinen Freunden aus dem ZK. Als der Mann, der die DDR gerettet hat, vor der Pleite. Was auch immer. Vielleicht ahnte er auch schon was. Ich hatte das Gefühl, dass er mir schon seit einiger Zeit misstraute. Warum? Er hatte Wochen vorher Natascha kennengelernt. Eher zufällig. Sie hat mich in Rostock besucht, wollte ihr was bieten. Bin mit ihr in die Bar, ins Neptune Hotel. Da hat man einen fantastischen Ausblick über Warnemünde und die Ostsee. Waren noch immer viele von der Partei, aber auch Geschäftsleute aus dem Westen. Ja, und eben auch der Walter. Der Walter war auch da, mit
einem Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium. Von da ab war alles anders. Sie meinen, da begann bereits die Beziehung der beiden? Zumindest von ihm aus. Er wollte sie mir aussparen, das war doch klar. So ist der Walter eben. Wenn er was will, dann kriegt er's auch. Wenn er dafür über Leichen geht. Wie sind Sie ihn denn dann losgeworden an dem Tag? Walter. Kleinen Schluck. Im Wodka waren K.O.-Tropfen. Hinter mir, im ehemaligen Gebäude des ZK, der SED, tagt unterdessen das Zentralkomitee der SED unter Vorsitz von Egon Krenz. Sie beraten eine Ministerratsvorlage für ein neues Reisegesetz. Unten auf der Straße demonstrieren die Massen. Sie wollen nur eins, weg mit der verhassten Partei, weg mit der Mauer. Sie skandieren, wir sind das Volk und Deutschland einig Vaterland. Egon Krenz hofft auf ein Wunder. Er weiß, dass vor Rügen nach Öl gebohrt wird. Aber er weiß noch nicht, dass die Bohrung wirklich erfolgreich war. Sie hatten nie vor, zum ZK zu fahren? Nein. Sondern? Ich sollte Natascha im Gastmahl des Meeres am Alexanderplatz treffen. Das war ein Fischrestaurant in Ost-Berlin. Ja, richtig. Gib ihn her. Gib ihn her. Natascha gab mir die vom BND gefälschte Vorlage des Ministerrats. Die sollte ich unverzüglich zu Schabowski ins Presseamt bringen. Das ist interessant. Dann gibt es unverzüglich Schabowski. Heiko R. fährt mit dem Umschlag, den er von Natascha K. bekommen hat, zum Presseamt in die Mohrenstraße. Dort soll er Schabowski treffen. Hier im großen Pressesaal wartet die internationale Presse auf die Entscheidungen des ZK. Aber die DDR-Staatsführung hat noch nichts entschieden. Schabowski soll die Journalisten vertrösten. Weil Krenz noch immer nichts von Rügen gehört hat, schickt er ihn mit leeren Händen zur Pressekonferenz. Und neben ihm sitzt ja Herr Beil, das war der damalige Außenhandelsminister. Und ich habe dann Herrn Beil später mal gefragt, was habt ihr denn, als ihr beide zusammen im Auto saß, besprochen? Sagt er nix. Der setzte sich ins Auto, stellte seine Akten, legte er in die Mitte des Autos, sind wir gefahren. Das war ja vom Zentralkomitee, dem heutigen Außenministerium, bis zur Pressekonferenz, die im heutigen Bundesjustizministerium stattfand, waren es ganze 5 Minuten. Der hat kein Wort gesagt, der hat nicht in seinen Akten geblättert, der hat nicht gelesen, die beiden haben sich über nichts unterhalten. Genosse Schabowski. Ja? Ich komme von Rügen. Aha. Nachricht von Genosse Krenz. Aha, ja, danke. Und er dachte, darin steht, wir sind auf Öl gestoßen. Ja, anscheinend ja. Also ich habe nur gesagt, ich bin der Genosse Oberleutnant aus Rostock. Ich habe gerade dem Genossen Krenz Bericht erstattet. Er schickt mich direkt weiter zu Ihnen. Hier sind die neuen Direktiven. Als Schabowski die Nachricht liest, ist ihm die Enttäuschung deutlich anzumerken. Aber anders als vom BND erhofft, verschweigt er der versammelten Weltpresse zunächst den Inhalt. Ein neues Reisegesetz für die Bürger der DDR. Mit Peter Brinkmann, der damals für die Bild-Zeitung aus Ost-Berlin berichtete, schaue ich mir noch einmal die Bilder der damaligen Pressekonferenz an. Schabowski hat geredet und geredet und geredet, wirklich so nach dem Motto, er wartet auf was anderes. Mhm. Und das Entscheidende war für mich dann später, dass er gar nicht wusste, worüber er eigentlich reden sollte, nämlich über das Reisegesetz. Ja. Und bis 1845 lief das so langweilig, dass sogar einige Kollegen, ich weiß welche, aber ich lasse es mal sein, die sind zwischendurch, haben ihre Sachen gepackt und weggegangen. Und auf den meisten Kameraaufnahmen sind diese 10 entscheidenden Sekunden überhaupt nicht drauf, weil alle ihre Kameras inzwischen ausgemacht hatten. Da sagte ich, kommt nichts mehr.
Das ist gähnend langweilig. Und irgendwann hat dann ein italienischer Journalist nach dem Reisegesetzentwurf gefragt. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt, vor wenigen Tagen? Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen um diese Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen. Kennt er überhaupt die Haltung des ZK in dem Moment? Nein, das merkt man ja. Mhm. Er stochert im Nebel. Ja. Und fängt denn an, als es zu murren beginnt und als ich denn dazwischen frage, ab sofort, dann fängt er an, den Zettel schnell durchzulesen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Das Papier war ja gar nicht lang. Ja. Es war ja ganz einfach. Es waren im Grunde genommen nur zwei Sätze. Morgen früh machen wir die Mauer auf. Diese Nachricht bringt die Mauer zum Wanken. Diese Nachricht, von der Heiko R. behauptet, dass er es war, der sie im Auftrag des westdeutschen Geheimdienstes Günter Schabowski untergeschoben hat. Die Mauer steht noch, aber sie hat ihren Schrecken verloren. Sie ist durchlässig geworden. Ohne Schabowskis Versprecher, was meinen Sie? Wie lange hätte die Mauer noch gestanden? Naja, also wenn Schabowski, der offensichtlich nicht auf der Höhe der politischen Entscheidungen war, nicht gesagt hätte, die Grenzstationen sind jetzt gleich geöffnet. Wenn er das nicht gesagt hätte, wenn das nicht passiert wäre, wäre es sicher nicht so schnell zu Ende gegangen. Aber lange hätte sich die DDR auch dann nicht gehalten. Dafür war der Druck viel zu groß. Man hat Ihre berühmte Frage die Mauer zum Einstürzen gebracht. Na ja, gut, so weit wollen wir nicht gehen, aber ein Teilchen haben wir daran mitgewirkt.